Moin moin Leute, willkommen zurück hier bei Hörnchen spielt und wir spielen Limbo. Ihr habt gewählt, ihr habt entschieden, wir spielen Limbo und nein, spielt fortsetzen möchte ich eigentlich nicht. Das Problem ist, ich hoffe, der Sound passt halbwegs, weil man kann keinen Sound einstellen. Ich konnte den nur halt bei Windows einstellen und von daher hoffe ich, dass das alles klappt. Ich habe das Spiel das letzte Mal, beziehungsweise hab's mir 2012 gekauft. Ich habe es dann auch angespielt. Keine Ahnung, maximal irgendwie eine halbe Stunde oder sowas. Ja, und jetzt werden wir das Ganze beenden. Ich starte ein neues Spiel. Wir gehen sofort rein. Ja, wir wachen normalerweise auf. Ah, okay. Da sind wir. Komplett in Schwarz-Weiß. Na los, steh auf. Wer weiß, wie schwer du gestürzt bist. Du hast keine Ahnung, wo du bist. Ich habe auch keine Ahnung, wo du bist. Wir alle haben keine Ahnung, wo wir sind. Das ist hier hinten. Okay. Ich glaube, das war ein Easter Egg. Schrägstrich, Achievement. Für den falschen Weg. Das habe ich ganz am Anfang mal bekommen. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Auch wenn kein Mensch online ist. Ich stelle das einfach offline. Guck mal, es ist 10.27 Uhr. Es ist Sonntagmorgen. Das mache ich ja alles nun durch für euch. Die erste Folge wird ein wenig länger werden. Aber erstmal muss ich ganz kurz mein Handy leise machen. Und dann die Uhrzeit stellen. Nicht die Uhrzeit, sondern den Timer anmachen. Ich werde die Folgen alle so um die 15 Minuten rumhalten. Die erste Folge wird so 20, 25 Minuten lang werden. Deswegen müssen wir hier einmal runtergehen. Wow, das wäre tödlich gewesen. Das wäre sehr tödlich gewesen. Ich weiß nicht, wer von euch alles Limbo kennt. Wie kann ich hier nochmal halten? Moment, stopp. Fängt schon mal gut an. Hab mich äußerst damit auseinandergesetzt. Control, okay, alles klar. Dann einmal hoch, einmal hoch und jump. Das muss total verstörend sein, aufzuwachen in einer Welt, die schwarz-weiß ist. Nicht zu wissen, wo man ist. Und durch irgendwelche Sachen durchkraxeln. Was wir wissen von der Hintergrundgeschichte ist nichts. Aber warum ist das Boot hier? Wir können nicht die einzigen Menschen auf diesem Planeten, in dieser Welt sein. Ja, ja. Irgendwas muss ja hier sein. Sieht ziemlich merkwürdig aus. So. Kann ich mal eins zu sagen, wir können nicht schwimmen. Das heißt, wir können nicht ins Wasser. Aber wir sind kräftig. Wir müssen dieses Boot hier hinziehen. Aufpassen, dass wir nicht eingeklemmt werden. Ja, so rum und ja, geht auch hoch. Geht doch. Wer weiß dann, was wir hier hochkraxeln. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ein Freudentanz, ein Freudentanz. Hui. Kannst du auch ducken? Nein, ne? Ne, okay, alles klar. Dann ein Freudentanz. Bizarre Bäume im Hintergrund. Bizarre Bäume vor uns. Und
Was ist dies? Eine Bärenfalle? Eine ziemlich große Bärenfalle, findet ihr nicht? Haben wir hier ziemlich große Bären zu befürchten? Nein. Unser erster Tod. Es wird nicht der letzte gewesen sein. Wir werden dieses Kind bedauern und... Weiß ich nicht, Ritz hier normal, ich kann das nicht durchziehen. So, wir springen jetzt einfach mal drüber, wir springen hier drüber und wir haben es geschafft. Das ist so schlimm, ich kann das nicht die ganze Zeit machen. Hier steht drauf. Das sieht lecker aus. Nicht. Okay. Ach, verdammt. Ein Fehler meinerseits. Man sollte meinen, Mensch, Hörnchen, du hast das Spiel doch schon mal gespielt. Was ist denn los mit dir? Ja, das ist vor etwas über einem Jahr her. Oh, verdammt. Ja, es ist über ein Jahr her. Das Geräusch ist absolut ekelhaft. Warum ich das Spiel nicht weitergespielt habe? Ich habe keine Ahnung mehr. Das Spiel ist leicht verstörend. Ich kann nicht sagen, wie viele Folgen es werden. Ich schätze mal, es werden so 10, 15 Folgen maximal. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, shit. Ja, sowas passiert immer mal wieder. Wir leben in einer fremdenfeindlichen Welt. Einer Welt, die nicht gut zu uns ist. Die wahrscheinlich noch viele Sachen offenbaren wird für uns. Und ich habe nicht mal einen Plan, warum wir überhaupt hier sind. Aber wir latschen einfach so durch. Wir können nicht schwimmen, das habe ich gerade schon mal gesagt. Und wir haben hier oben ein Seil. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe die erste halbe Stunde gespielt. Das heißt so die ersten anderthalb, zwei Folgen werde ich so halbwegs so noch in Erinnerung haben. Solche Sachen hier sind hier immer ganz einfach. Können auch schwingen, by the way. Das ist ein glückliches Kind. Naja, ganz glücklich sind wir. Hui. Na, geh hoch. Kurzer. Das Rauschen der Bäume wird lauter. Oh, au. Waren wir das? Eigentlich kann ich mit Plattformern in diesem Stil nicht so viel anfangen. Und ja, das wird nichts. Ich glaube, wir können noch ein Stückchen laufen, solange hier Boden ist. So, das sollte reichen. Eine düstere Vorahnung, was in nächster Zeit passieren wird. Da oben ist eine Falle. Warum auch immer diese Falle hier ist. Da ist meine düstere Vorahnung. Das Wesen, was mich das Spiel eigentlich hat nicht spielen lassen. Na, okay. Komm. Was passiert? Zwing dich doch nicht so. Ne? Ich habe ein bisschen Angst. Er hat es gerade gehört, es hat clear gemacht, aber nicht ganz. Diese Falle muss da runter, dann können wir dieser Spinne Böses antun. Da ist sie. Solange wir jetzt nicht sterben. Okay. Diese Spinne ist der absolute Albtraum. Ich mag keine Spinnen. Na los, Kurze, trau dich. Haust jetzt ab? Nein? Schade. Na,
Du, wow. Ha, gotcha, motherfucking Sp. Guck an, wie riesig dieses Vieh ist. Ist absolut ekelhaft, auch wenn es nur Schemen sind von einer Spinne. Wow, es ist super widerlich. Und wenn euch jetzt jemand sagt, ja, die haben wir jetzt besiegt. I don't think so. Guckt euch an, was hier los ist. Spinnenweben überall. Wir werden langsamer. Nein, wir stecken fest. Oh mein Gott. Guck mal, der Kokon da oben bewegt sich noch. Das ist voll ekelhaft. Und das ist richtig ekelhaft. Wer jetzt Arachnophobie hat, sollte definitiv weggucken. Wir können nichts tun. Wir sind Gefangener der Spinnenmutti. Es ist voll ekelhaft. Ja. Was tut man nicht alles? Oh, hey, wir leben. Jetzt erinnert mich total. Sind nicht. Baumel, kleiner Junge. In Schwarz-Weiß, dessen Namen wir nicht kennen. Wir können jetzt hier so springen. Das ist super lustig. Das erinnert mich total an der Hobbit. Wo die Zwerge ja auch in den ganzen Spinnendingern gefangen waren. Und da waren es ja auch große Spinnen. Nein! Okay, wir sind gestorben. Verdammte Axt. Unser zweiter Tod. Wie viele Klone werden wir noch aufbringen müssen? Okay, das Geräusch ist auch voll ekelhaft gewesen gerade. Ich habe keine Ahnung, was das war. Wir uns hier irgendwie befreien? Nein? Okay, nicht so. Definitiv nicht so. Klon Nummer 3. Wie viel werden wir noch aufbringen müssen? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, wie viele Klone ich noch aufbringen muss. Und den Dings hier schieben? Ne, wir können schieben. Schieb den Dings. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay. Klon Nummer 4 incoming. Wir brauchen einen neuen Timmy! Meint der ist so einer von den Dinos damals? Kennt er noch die Dinos? Total abwegiges Thema bei diesem Spiel, aber kennt noch einer die Dinos? Gab es eben diese Fernsehserie, diesem Wissenschaftler oder was das war, und diesem Timmy-Typen, der immer gestorben ist. Und wir brauchen hier, wir nennen ihn jetzt nicht Timmy, das hört sich doof an. Wir nennen ihn Jim. Wir brauchen einen neuen Jim. Klon Nummer 4 also. Ich hoffe, Klon Nummer 4 macht es. Halbwegs vernünftig. Oh nein, 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 nein. Mann, 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 ey, was muss dieser Klon alles durchmachen? Solange er nicht eine rote Nase aufsetzt und tanzt, ist alles vollkommen wunderbar. Oh mein fucking Gott, verpiss dich. Geh weg. Rollt schneller. Nein, wir werden sterben. Okay, wir werden nicht sterben. Okay, wir sind befreit. Autsch, das tat weh. Los, steh auf, Kollege. Steh auf, kleiner Junge. Kleiner Johnny, Jimmy. Was hab ich gesagt? Kleiner Jimmy. Kleiner Jim? Kleiner Jim, steh auf. Wer bist du? Hilf mir. Oh, shit. Okay, alles klar. Dessen Kopf ist gerade weggerollt. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Klon Nummer 5 incoming. Ist die Spinne jetzt weg? Wo ist sie? Kommt doch bestimmt hier gleich wieder. Sieht doch so nach offenem Gelände aus. Es zieht weiter zurück. Oh Mann. Oh Mann.
Mann. Nu. Was jetzt hier? Bitte gerne rüber. Usch. Ich meine, da fuck. okay. Okay, okay. Wir sind gut. Wir sind sehr gut. Meine Fresse, was der Junge hier alles durchmachen muss. Okay, das war knapp. Klo Nummer 6, bitte. Das wird eher ein, jetzt... Oh mein Gott. Wie viele Arten zu sterben gibt es in Limbo? Anscheinend gibt es genug. Darauf war ich nicht vorbereitet. Fuck. Es ist jetzt... Es ist schon auf dem Weg, ein Let's Fail zu werden. Godlike. Okay. Die Musik ist bedrohlich. Ist düster. Sie mag uns nicht. What? Okay. Du bist nicht die echte Spinne. Hey! Hey, wer bist du denn? Können wir den Hebel hier bewegen? Control. Abschreckung. Wo ist der Junge hin? Wo ist der Typ hin? Oh shit, oh shit. Oh Gott. Brennende Autoreifen werden hinterher geschmissen. Ist ja schon fast wie bei mir in der Gegend. Nein, natürlich nicht. Oh shit. Da kommt noch mehr. Oh. Wir gehen erstmal eine Runde schwimmen. Wir hätten ganz gerne den Klon Nummer 8, bitte. Klon Nummer 8, bitte in die Praxis. Autoreifen? Kommst du? Sehr gut. Du brennst. Tut's das weh? Noch irgendwas? Hör auf, mit Sachen zu werfen. Zwei Kinder. Hey, Kids, bleib doch hier. Ich bin doch mein Freund. Solange ich die beschissenen Speere habe. Bin ich nicht euer Freund. Wenn ich die habe, meine ich. Wir sind mittlerweile Klon Nummer 8, um das mal klarzustellen. Wir. Das. Fickt euch. Kann ich hier irgendwie. Das wird doch bestimmt. Aha! Timing, Bitches! Okay. So, kommt her. Wenn ihr mit so einem Scheiß hier anfangt. Sorry, übrigens, ich hab mein. Motherfucker. Wir haben zwei Kinder gesehen. Was ist denn das hier? Oh, oh, oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Lauf, Schlampe, lauf. Diese verfickte Spinne, ne? Legt mich am Arsch. Was nu? Los, los, los. Komm, 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 Schätzchen. Drück das runter. Das ist sehr gut. Du bist eine Superspinne. Du bist die beste. Die beste Spinne meines Lebens. Und nu? Lauf. Nein! Fuck! Da reißt sie uns doch mit in den Tod mit ihrem letzten Stich. Scheiße. Das ist doch lächerlich. Oh Gott, ich brauche, glaube ich, hier noch eine Pause. Ah, das ist diese Musik, die wird immer bedrohlich. Es ist so aggressiv und diese Spinne kotzt mich so tierisch an. Ich hoffe, wir sehen sie danach nie wieder. Los, do it.
Tut, Mama. Tut, Spinnenmama. Komm, drück das Ding runter. Das ist brav, brav, Spinnen. Nein, wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Sag ich ja. Einmal durch den Kopf und aus dem Arsch wieder raus. Lauf, Lauf, Klo Nummer. Ich glaube 10 oder ja, mittlerweile 11. Ich habe nicht mehr mitgezählt, seitdem die Spinne uns hat. Ich glaube, das ist Nummer 10. Erste Folge, knappe 20 Minuten vorbei. 10 Klone dahin. Und das Original. Oder war es gar nicht das Original? War es von Anfang an ein Klon? Lauf! Ja, wir haben es geschafft. Los, geh hoch, Kollege, geh hoch. Lauf, 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 lauf. Lauf schneller. Lauf, fuck. Okay, was zum... Warum zum... Target. Super. Spinnen mutiert, gewonnen. Klo Nummer 11. Ich will es nicht schaffen. Und danach mache ich einen Break. Danach können wir auch erstmal diese erste Folge beenden. Die nervlich gerade schon so einiges kostet durch diese beschissene Szene hier. Also das hier ist klar. Wir stellen uns hier hin, Spinnenmutti kommt, wir springen dort rüber. Aber eben gerade bin ich da auch noch gegen gesprungen, glaube ich, oder gegen gelaufen. Geh hoch, geh los, lauf kleiner Jim. Auf kleiner Jim. Ahaha. Ah, shit. Lauf zurück, kleiner Jim. Fuck. Ich war irritiert. Jetzt muss ich das alles normal machen. Nein! Puh. Okay, die erste Folge wird dann doch ein wenig länger als geplant. Das habe ich mir mittlerweile voll drauf hier. Den Scheiß. Das hier geht außerhalb. Lauf, Jim. So, das traf ich jetzt nicht. Muss ich da einfach nur stehen bleiben? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Nein, oh Gott. Das ist bestimmt... Oh, scheiße. Ja. Das war's mit der Spinne. Wir haben 15 Klone dafür verbraucht. Mittlerweile Minimum. Wir bleiben einfach bei der Zahl 15, die ist schön. Ich würde mal sagen... Ich hoffe, ich habe jetzt hier... irgendwo einen Speicherpunkt erreicht oder so ein Checkpoint-Dings, dass ich sagen kann, alles klar, ich mache hier einen Break. Dürfte mittlerweile eigentlich einen Checkpoint erreicht haben, oder? Ich hoffe doch. Wir rennen einfach noch ein paar Meter weiter. Die erste Folge, Pilotfolge zur neuen Serie Limbo dürfte fast abgeschlossen sein. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum wir überhaupt hier sind. What the fuck? Spinne! Naja, wir sind gestorben. Wir haben uns in den Freitod gekämpft. Warum die Spinne hier ist und warum sie wieder hier ist, ist eine Frage. Ja, wir haben den Freitod gekämpft. Bist du tot? Uah, das sieht voll ekelhaft aus. Geht's dir gut? Lebst du noch? Ja, scheint ja. Hau ab. Ziemlich in Ruhe. Ja, aber wie denn nun? Was denn nun? Was macht die da? Voll ekelhaft, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Hier rüberspringen ist definitiv zu weit. Wow, okay. Das war knapp. Ach, ich kann sie greifen.
Boah. Ekelhaft. Voll ekelhaft. Das heißt, die Spinne ist jetzt tot. Okay, fast. Da flabbert noch der Arm. Und mit dieser wunderschönen, leckeren Szene zum Frühstück. Denkt dran, 10.50 Uhr. Verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Limbo wird daily kommen, also jeden Tag eine Folge. Die nächsten Folgen werden natürlich dann kürzer, also heißt so 10 oder 15 Minuten. Je nachdem, wie sehr ich faile oder nicht. Wir sind mittlerweile bei Klon Nummer 16. Wir brauchen einen neuen Jim oder John, je nachdem, wie ihr ihn nennen wollt. Ich richte mich dann an euch. Ich hoffe auf viel Kommentare. Und ja, ich danke euch jetzt schon mal für die Unterstützung und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.